Anruf. Carl, it's Woozy. Hey, what's up, man? Did you get that passkey yet? Nah, but I'm working on it. What's the problem, friend? Just get her in the sack, make her happy, and grab the card. Hey, you should know you can't rush the seduction of a lady. Okay, just give me a call when you got it. Alright. Ja, okay, dann müssen wir jetzt, um da weiterzumachen, die Keycard besorgen. Ups. Habe ich da jetzt Lust drauf? Eigentlich nicht so. Von daher machen wir, glaube ich, erstmal diese andere Mission da. Oh, verdammt. Jetzt scheint die Sonne hier gerade so blöd rein, jetzt sehe ich kaum was. Hätte ich vielleicht mal vorher dran denken sollen, die Rollladen ein kleines bisschen runterzulassen. Weil das ist jetzt gerade echt blöd. Aber naja, man kann ja nicht an alles denken, von daher muss ich das jetzt erstmal ertragen. Okay, ich muss mir jetzt bald mal wieder eine neue kugelsichere Weste kaufen. Caligulas. Oh, wo ist hier da? Intensive Care. Oi Rosie, liven yourself up. Carl's here. Hello. What's happening? Hey, there's some top fanny down at that pool, Pabsy. Oh, leave it out, Dimlo. What's wrong with you? Well, are you going to tell him or shall I? I'm really screwed. Crack on, Rosie. Spit it out. I threw it all away. Okay, I had the power, the money, the ladies, but I couldn't lay off the blow. So I went into rehab, and everything went to shit. But so what? So when I came out, I started representing the Liberty City mob again. And that's how I ended up here. But no one family would trust another family to run the casino, so I was put forth as a neutral party. So now I spend my days waiting for one family to cap me and blame the other one. My only friend is a bird named Tony. I never fucked anyone over in my life who didn't have it coming to him. Shit, let me think about this. You're gonna have to break it down for me real quick. Okay, okay. The Sindacos are on the warpath. Okay, I mean, something terrible has happened to Johnny. I mean, he's in a shock-induced coma at the hospital across town. Now, the Ferrellis, they will take this opportunity to rub him out. Now, if any hit between the families succeeds on my turf, I will get the axe, bullet, machete, okay, whatever. Okay, relax. I'm gonna shoot over to the hospital and move the body or something. There you go, my love. Things ain't so bad, are they? Bada-bing! Okay. Da nehmen wir am besten ein Auto für und kein Motorrad. So here I am, about to try and rescue some guy and scared half to death. If he wake up through all this, I'm screwed. Hauptsache, das hat jetzt kein Kopf gesehen. Gut. Dann probieren wir es mal.
Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Hello, sir. Can I help you? Yeah, I'm here to pick up Mr. Sindaco. Mr. Sindaco? There must be some mistake. An ambulance just picked him up. Oh, okay. Thank you for your help. Ach, war ja klar. Okay, dann gucken wir jetzt erstmal auf Karte. Der erste ist direkt hier, den schnapp ich mir. Mist, ich glaube, ich bin gerade falsch abgebogen, oder? Ah ja, ein Highway. Zu früh. Egal. Man kann ja drehen. Sowas sollte man allerdings nicht unbedingt in echt machen. Ich glaube, das kommt nicht ganz so cool. Vor allem dürfte man... Wow, das war knapp. Dafür ziemlich Ärger kriegen. Zeitlimit. Boah, Mann. Neues Auto. Nehme ich direkt den da. Ich wette, es ist der letzte, den ich dann finde. Ist ja immer so. Immer das letzte Fahrzeug. Okay. Damit hat sich meine Theorie soeben in Luft aufgelöst. Naja, solange mein Auto noch nicht qualmt, ist alles gut. Na kommt, haltet an. Wie oft soll ich den denn noch rammen? Bam. Vielleicht mussten die es doch mal kapiert haben. Idiot. You hit me. Na komm. Pharrelli business. Yeah. Who's got a death wish? Machen wir erstmal die Sirene aus. So, das hat jetzt besser funktioniert als erwartet. Jetzt muss ich nur noch die Fleischfabrik finden. Alter! Thank you.
mach doch mal die Sirene an, dann machen die mir wenigstens Platz. Wenigstens kann ich besser fahren als die. Sehr schön. Hey Johnny, how you feeling? I didn't think he was gonna be discharged till tomorrow. Sehr schön. Zeitlich habe ich gerade keinen Überblick, aber ich glaube, es ist so langsam schon wieder Zeit. Dann fahre ich mal eben speichern. Ja, hier vorne passt doch. Welches ist mein Haus? Das hier, ne? Das hier. Ach, da steht sogar noch ein Auto drinne. Gut. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin.